Herzlich willkommen nochmal, also zum zweiten Vortrag. Wie Sie sehen, geht es hier um das Rätsel der Cheops-Kartusche von Howard Weiss. Viele werden diese Thematik wahrscheinlich kennen. Zecharia Sitchin ist eigentlich der Mann gewesen, der vor Jahrzehnten hier für eine Verschwörungsthese oder Theorien aufgestellt hat, dass Howard Weiss und seine Mitstreiter also die Kartusche oder die Kartuschen und Bemalungen in den Entlastungskammern gefälscht haben bzw. angemalt haben. Und ich hatte eigentlich nie die Absicht, mich mit diesem Thema überhaupt nochmal zu beschäftigen. Ich habe das genauso getan wie viele von Ihnen auch, habe die vielen Berichte gelesen und man weiß aber heute, dass Sitchin sich grundsätzlich in seinen Thesen, dass die widerlegt sind. Das haben bekannte Leute wie Haase und Mark Lehner und viele andere Leute also letztendlich widerlegt. Da komme ich aber noch zu. Aber Sitchin wird uns noch ein bisschen begleiten, auch in einem anderen Punkt. Ich habe mich im Grunde, nachdem unser Skandal dann, es um die Königskartusche ging, da nochmal eigentlich unfreiwillig mit beschäftigt und bin zu ganz interessanten Ergebnissen gekommen und die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich erhebe überhaupt keine Absolutheitsansprüche, was meine die Dinge betrifft, die ich Ihnen hier präsentieren werde, aber ich denke, dass die ganz interessant sein werden. Worum geht es hierbei? Vielleicht für die, die sich mit dieser Thematik nicht so ganz auskennen. Es geht eigentlich nur um eine winzig Kleinigkeit. Das obere Bild, das zeigt eigentlich die Königskartusche von Cheops in der obersten Entlastungskammer und für die Ägyptologen ist das eben der Heilige Gral und eigentlich der Beweis, dass Cheops die Pyramide gebaut hat. Dann gibt es eben die Kritiker, die sagen, wir haben hier darunter zwei Varianten von Kartuschen, wo eben dieses kleine Symbol, und zwar dieses Kreissymbol oben rechts mit den drei Strichen, das sogenannte Sieb, so wie das oben beschrieben worden ist, heißt das eben Khufu, ne? Die erste Silbe heißt K. Und die falsche Schreibweise oder eine andere wäre eben Ra-Ufu und das würden die beiden unteren Abbildungen darstellen mit einem Punkt in der Mitte oder mit einem ausgefüllten Kreis, so ist das an Tempelwänden im alten Ägypten eben passiert. Ja, wie das Ganze und durch wen das Ganze ausgelöst worden ist, das brauche ich nicht mehr zu sagen. Wir haben hier eben vor 2 Jahren unsere Konferenz gehabt und haben einen Filmbericht gebracht und das ist dann in YouTube gezeigt worden und dann war es eben kein geringerer als Osama Kara, der das Ganze dann publik gemacht hat und in die Öffentlichkeit getragen hat. Aber wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist Osama Kara dann eigentlich einer unserer Freunde und Befürworter geworden, der dazu beigetragen hat, dass wir das Ganze auch auflösen konnten. Insbesondere auch großes Dankeschön an Robert Bowal und Robert Schoch, die uns hierbei geholfen haben. Und Sai Yavas löste diesen Skandal eben aus, indem er eben in diesem Zusammenhang dann uns benutzt hat als Bauernopfer, ja, um möglicherweise davon abzulenken, dass er einer der Personen ist, die eben mit dieser Beschädigung in Zusammenhang zu bringen sind. Ja, was sind die Kernfragen? Die Kernfragen sind eben, haben Howard Weiss, Perring und Hill bereits beim Öffnen der 4 Kammern möglicherweise Bemalungen und Kartuschen vorgefunden? Wurde die Cheops-Kartusche von ihnen gefälscht? Wurden alle gefundenen Bemalungen und Kartuschen durch Zeugen begutachtet, beglaubigt mit deren Unterschrift und diese Urkunde dann eben zwecks Zertifizierung im Britischen Museum in London eingereicht? Und warum und von wem wurde die Cheops-Kartusche letztendlich untersucht und warum werden die Ergebnisse bis heute nicht der Öffentlichkeit vorgestellt? Das sind einfach die Fragen, die ich mir gestellt habe und um die es eben auch gehen wird. Ganz kurz nochmal für diejenigen, die das jetzt nicht so im Detail wissen oder kennen, ein Querschnitt der Entlastungskammern. Sie sehen hier unten in dem linken Bild, da sehen Sie die Königskammer mit der Beschreibung der Süd-Nord-Ausrichtung und den Sarkophag. Und darüber befinden sich die 5 Kammern.
Die Davison-Kammer Wellington, die Nelson-Kammer Lady Avernus und die Campbell-Kammer. Und das ist eben Howard Weiss, der Mann, der bei diesen Fragen im Mittelpunkt steht. Ja, Weiss selbst, vielleicht ein paar Worte nochmal zu Weiss, der erreichte Kairo 1835 das erste Mal und dort lernte er den Caviglia kennen, Giovanni Caviglia, der bereits schon viele Jahre dort in Ägypten gearbeitet und gegraben hat und der hat interessanterweise auch Dinge entdeckt und hat eben auch einen Namen in den Geschichtsbüchern. Er hat zum Beispiel die Kapelle der Sphinx entdeckt, zwei Stelen von Ramses und den in Memphis den Koloss von Ramses II. Und eben auch Gräber auf dem Gizeh-Plateau. Ja, und Howard Weiss ist natürlich auch nach Ägypten gekommen, wie viele andere Abenteurer und Gelehrte seiner Zeit und hatte sicherlich auch die Motivation, bekannt und berühmt zu werden. Das hatten andere auch und das ist natürlich noch lange kein Freifahrtschein, um zu sagen, der Howard Weiss, der hat hier mit allen Mitteln versucht zu manipulieren und Dinge zu entdecken. Ich denke, das ist eine Motivation, die haben Forscher und Gelehrte und da ist Weiss sicherlich keine Ausnahme gewesen, aber er hat sicherlich nichts dagegen gehabt, in den Geschichtsbüchern, in die Geschichtsbücher eben einzugehen. Er hat damals Caviglia die Zusammenarbeit vorgeschlagen und ihn auch finanziell zu unterstützen. Und das hat Caviglia seinerzeit abgelehnt. Dann hat Weiss erstmal weitere Reisen unternommen, ist dann 1836 zurückgekommen und im Februar. Und dann hat er eine Grabungserlaubnis erhalten, das ist ganz interessant. Bedauerlicherweise war da auch Caviglia eingetragen als, ich glaube, als Aufseher der Arbeitermannschaft. Und das führte dann zu Spannungen. Und im Februar 1837 kam es dann zur unrühmlichen Trennung zwischen Weiss und Caviglia. Ja, die Mitstreiter von Howard Weiss vielleicht noch ganz kurz seien die erwähnt. Das war J.R. Hill, der war zu der Zeit Oberaufseher einer Kupfermine, sicherlich mit guten Kontakten in Kairo. Und dann war das natürlich John Perring, britischer Ingenieur und Anthropologe und späterer Ägyptologe. Und nach der Trennung von Caviglia 1837 war es dann so, dass Perring der Assistent von Weiss wurde offiziell. Und nach der Rückkehr von Howard Weiss nach London hat dann Perring auch mit der finanziellen Unterstützung weitere Forschungen in Ägypten durchgeführt. Weiss und Perring haben, wird einigen von Ihnen auch bekannt sein, Bücher veröffentlicht mit ihren umfangreichen Ergebnissen. Ja, die Entdeckung der Kammern, vielleicht noch mal ganz kurz von der zeitlichen Einordnung. 1765 ist die Davison-Kammer von Nathaniel Davison bereits entdeckt worden über dieses kleine Einstiegsloch am oberen linken Ende der großen Galerie. Und dort hat er eben die Davison-Kammer vorgefunden, dort aber keine Bemalungen. Die Wellington-Kammer dann im März 1837, Nelson, die zweite Kammer im April, Lady Avernus, die vierte Kammer am 9. Mai und die Campbell-Kammer vermutlich Ende Mai 1837 nach Scott Creighton, auf den komme ich noch zu sprechen. Der hat das Tagebuch von Howard Weiss ausfindig gemacht, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der meint, dass nach den Auszügen aus dem Tagebuch Howard Weiss zwischen dem 27. Mai und dem 16. Juni möglicherweise hier die Entscheidung getroffen hat. Ja, Sittin, ein ganz bekannter Mann in der Welt, Buchautor und einer der bekanntesten Vertreter der Präastronautik und natürlich auch ein bekennender Weiss-Kritiker. Sittin ist der Mann gewesen, der vor vielen Jahrzehnten die Fälscherthesen oder den Howard Weiss eben angeklagt hat, dass er hier Manipulationen vorgenommen hat, die Bemalungen selbst angebracht hat, die Bemalung und die Kartuschen. Und kommen wir da ganz kurz zu, weil ich schon erwähnt habe, dass die eigentlich widerlegt sind. Sittin hat also behauptet, dass viele Zeichen seien einfach in hieratisch wiedergegeben worden, also einer Schriftform, die zur Zeit der vierten Dynastie noch unbekannt gewesen sein soll. Dann sollen die Inschriften sehr unsauber und zum Teil unleserlich angebracht worden sein. Und der Name Khufu sei fehlerhaft geschrieben worden und bedeutete in Wirklichkeit Ra-Ufu,
Also das Siebsymbol eben kein Siebsymbol, sondern Punkt oder leerer Kreis, ausgefüllter Kreis, was eben Ra, was für Sonne steht, spricht. Und das würde natürlich nicht Cheops letztendlich heißen. Also die Hieroglyphe im Namen Khufu wurde bildlich nicht als Sieb dargestellt. Ja, und damit haben sich natürlich viele Fachleute und Ägyptologen beschäftigt. Und ja, zur falschen Schriftform ist zu sagen, dass nach dem aktuellen Stand der ägyptischen Forschung schon zu Beginn des Alten Reiches, also des dritten Jahrtausends, neben den Hieroglyphen, diese Schreibweise auch in Gebrauch war. Das müssen wir so mal akzeptieren. Ich denke, das war auch so. Die unleserliche Schreibweise, dazu muss man natürlich sagen, dabei handelte es sich um Steinmetz- oder Bauarbeiterinschriften, und dass diese Leute keine ausgebildeten Schreiber waren, ist klar. Das heißt, da kann man jetzt keine Schönschrift an Steinen und Wänden erwarten. Also auch das ist, glaube ich, sehr einfach zu widerlegen. Und der Schreibfehler, dazu ist zu sagen, dass schon vor vielen, vielen Jahren zum Beispiel der bekannte Pyramidenforscher Michael Haase in Vorträgen klar darauf klar nachgewiesen hat, dass das eben die Kartusche richtig an den Wänden in der Campbell-Kammer zu sehen ist. Er hat unter anderem auch Filmaufnahmen von Mark Lehner gezeigt, der war in den 80er Jahren dort oben, und in diesem Filmausschnitt kann man sehr klar sehen, dass die Kartusche schon eben richtig als Siebsymbol, also mit dem Siebsymbol dargestellt wurde, und damit sind die Thesen von Sitchin eigentlich über den Haufen geworfen. So, mich hat interessiert, wie sieht es denn mit der Zertifizierungsurkunde aus, die im Britischen Museum eingereicht worden ist von Howard Weiss und seinen Leuten 1837 zwecks Beglaubigung. Und Sitchin behauptet, dass er die Originalurkunde Ende der 1970er Jahre im Britischen Museum eingesehen hat, persönlich einsehen konnte, und dass kein einziges Mal das Kreissymbol mit einem Sieb versehen war. Und das hat mich stutzig gemacht. Da habe ich gedacht, kann das sein? Kann der Mann das wirklich gesehen haben? Oder lügt er ganz brutal? Weil er hat das einfach publiziert. Und das war für mich war das eigentlich sehr fragwürdig, dass das Siebsymbol, so wie Sitchin sagt, kein einziges Mal richtig geschrieben worden ist. Ja, und das war für mich natürlich eine Motivation, hier auch nochmal Recherchen durchzuführen, Nachforschung in London zu betreiben. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht machen, wie Sie wissen, wegen unserer Ägypten-Affäre und unserer Interpol-Fahndung. Und ich habe dann eine junge Journalistin dazu motivieren können, sich der Sache anzunehmen. Die kannte sich in diesem Thema auch gut aus, Katrin Eichberger, und die hat die Nachforschung direkt in London durchgeführt. Die hat auch einen Artikel darüber geschrieben, der ist aber leider noch nicht erschienen. Ich habe alle Dokumente und Fotos auch gesehen und werde die hier auch einbauen. Nur kann ich Ihnen leider keine Originale heute zeigen. Das geht aus rechtlichen Gründen noch nicht. Wir hatten gehofft, dass das noch bis zum heutigen Tage klappt. Hat es aber leider nicht. Ist aber nicht schlimm, weil wir die Sache auch so ganz gut hier darstellen können. Ja, Einblick in die Originalzertifizierungsurkunde, das war für mich ganz wichtig, um zu überprüfen, hat Sitchin die Wahrheit gesagt? Ist das Kreissymbol kein einziges Mal als Sieb dargestellt? Und wurde die Cheops-Kartusche überhaupt im Britischen Museum eingereicht? Denn auch da gab es immer wieder Spekulationen darüber, die ich aber als abenteuerlich angesehen habe. Und deswegen waren die Nachforschungen für mich sehr wichtig. Dann gibt es einen interessanten Ausschnitt mal hier. Das ist die Nordwand, die Sie hier sehen, der Lady Abydos-Kammer, also der Kammer unter der Campbell-Kammer. Da sehen Sie lauter Bemalungen. Das ist also eine Skizze aus einem älteren Werk, das ich in einem Buch von Michael Haase gefunden habe. Und da sehen Sie also viele Bemalungen und auch Kartuschen. Und ganz rechts, Stock, jetzt brauche ich ihn kurz. Hier vorne sieht man was ganz Interessantes, da komme ich gleich zu. Hier sieht man, ich glaube, das kann man erkennen, eine Kartusche mit einem Punkt in der Mitte. Das fand ich ganz interessant, weil da haben wir eigentlich einen Punkt in der Mitte, und meiner Ansicht nach gehört der da gar nicht hin. Und dann gibt es Kopien, es gibt also eine Urkunde, eine offizielle Urkunde,
die auch eine Nummer hat, die sehen, werden wir gleich noch sehen. Und das sind jetzt mal zwei Kopien von den Originalen aus London, die Sie jetzt sehen. Das ist die erste. Und da können Sie sehen, dass die Kartusche hier, die ist aus der Lady Abernos-Kammer und die ist hier eben richtig geschrieben. Da unten sehen Sie das Kreissymbol mit den zwei Strichen. Und hier sehen Sie eine andere Kartusche, auch eine Kopie von dem Original der Kartusche von Howard Weiss, die Howard Weiss eingereicht hat. Und auch da sieht man, jetzt gehe ich hier kurz vor, dass die zwei Striche hat. Interessant, achten Sie mal hier drauf, hier kann man Notizen sehen, umfangreiche Notizen. Die sind natürlich hier schwach zu sehen, aber da komme ich auch noch zu. Wollte ich Sie an diesem, zu diesem Moment einfach mal kurz darauf hinweisen, weil die ganz interessant sind in Verbindung mit der Cheops-Kartusche. Ja, also diese Kartusche, hier ist also nochmal ein kleiner Ausschnitt aus der älteren, aus der Lektüre von Michael Haase, die er in Eine Stätte für die Ewigkeit präsentiert hat. Und hier ist diese Kartusche eben mit einem Punkt versehen. Also da sieht man, dass sich auch da Autoren in der Vergangenheit einmal geirrt haben. Wir haben auf dem Original wirklich zwei Striche und die ist dort auch richtig dargestellt. Und hier haben wir nochmal die andere Kartusche, die links neben der Kartusche sich befindet an der Nordwand der Lady Abernos-Kammer. Und Ägyptologen gehen davon aus, dass es eben den Namen einer Arbeitermannschaft beschreibt. Die weiße Krone des Shumun Khufu ist mächtig. Ja, Till Faximiles unter AES AR 1489, das ist die Urkunde, die sich im Britischen Museum befindet. Und darunter befinden sich, es ist also ein Katalog, wir haben die ganzen Bemalungen und wir haben eine genaue Beschriftung von 28 Bemalungen inklusive von 4 Kartuschen. Und die Cheops-Kartusche aus der Campbell-Kammer, die ist richtig in London eingereicht, auch mit Sieb und 3 Strichen. Und das ist die unter Punkt 1, die erste Kartusche. Da sehen Sie noch die Beschreibung, auf welchem Stein sich diese Bemalung befindet. Unter Punkt 2 sehen Sie eine Kartusche aus der Lady Abernos-Kammer. Und diese Beschriftung, die Sie hier unter Punkt 2 sehen, das ist eigentlich original die Beschriftung, die Sie auch auf dem Dokument, auf dem bemalten Dokument sehen. Die steht da also genau drauf, mit den Unterschriften und mit den Datumsangaben. Hier haben wir dann zwei weitere Kartuschen aus der Lady Abernos-Kammer unter Punkt 5 und 18 der Aufzeichnung im Katalog aus dem Britischen Museum. Die Cheops-Kartusche ist also in London, wie ich gerade schon gesagt habe, und die wurde von Weiss und Hill zwecks Beglaubigung oder Zertifizierung auch in London eingereicht. Und das Kreissymbol ist richtig geschrieben mit 3 Strichen, können wir auch festhalten. Und neben der Kartusche wurden weitere Kartuschen aus der Lady Abernos-Kammer und weitere Bemalungen aus den Entlastungskammern eingereicht, 24 an der Zahl. Damit stand fest, dass Hittin die Originale entweder nie gesehen hat oder er einfach mit welchem Hintergrund auch immer hier die Unwahrheit gesagt hat. Ja, hier sehen Sie nochmal die Kartusche aus der Entlastungskammer, wo ich Sie auf die Beschreibung auf dem Blatt aufmerksam gemacht habe. Und hier haben wir nochmal die genaue Angabe. Und das ist die Beschreibung der Fundumstände, die ist ganz interessant, denn wir haben hier interessanterweise genau beschrieben, wo sich die Kartusche befunden hat, die Shumun Khufu-Kartusche in der Lady Abernos-Kammer. Und dann haben wir auch die Datumsangabe, am 9. Mai ist die Kammer geöffnet worden und am 19. Mai ist die unterschrieben worden und dann steht dort drauf auf der Bemalung, dass die signiert worden ist von Abernos, von Howard Weiss, von Brittell. Dann haben wir Raven, dann steht die Bezeichnung, auf welchem Stein sie sich befunden hat und an der Nordseite und drawn, also gezeichnet bei J.R. Hill. Der hat im Auftrag von Howard Weiss die Bemalung abgezeichnet und dann sind die, wie gesagt, die Zeugen haben sich dann vor Ort davon überzeugt, haben die Kopien gesehen, haben die unterschrieben und mit ihrer Unterschrift beglaubigt. Und dann sind diese
Unterlagen nach London gegangen. Ja, also auf den drei Originaldokumenten mit der Shumun-Kufu-Kartusche aus der Lady Abonus Kammer sind umfangreiche Notizen und Zeugen haben diese Vorlagen beglaubigt und eben auch unterschrieben, wie ich gerade beschrieben habe. Nur Hill hat also immer unterschrieben und auch das Datum ist zu erkennen, wann die Kammer geöffnet worden ist und wann unterschrieben worden ist. Und auch Howard Weiss hat unterschrieben. Da gibt es natürlich auch einen Stempel. Auf allen 28 Bemalungen finden wir auch einen Stempel des Museums, aber das ist eben kein Eingangsstempel. Das bestätigt eigentlich nur, dass es im Besitz des britischen Museums ist und dass die dort irgendwann eingereicht worden sind. Aber es gibt da keine Datumsangabe. Ja, hier haben wir das nochmal. Die andere Kartusche und auch hier haben wir das gleiche, das ist die zweite Kartusche in der Lady Abonus Kammer, Beschreibung in der Kammer, der Lady Abonus Kammer, an welcher Wand, auf welchem Stein, unterschrieben und beglaubigt von den Zeugen und so ist das also eingereicht. Und jetzt kommen wir zur Cheops-Kartusche, das ist also eine Rekonstruktion, ich kann Ihnen leider die Originale da nicht zeigen, das tut mir sehr leid, aber das ist die Rekonstruktion, die eigentlich auch nicht unbekannt ist und hier haben wir so sieht das also aus. Hier haben wir unten nur stehen, on a stone number 7, Southside von J.R. Hill, ist die eben unterschrieben worden. Und ja, was steht da drauf? Im Grunde steht da gar nichts drauf. Alles, was wir auf den anderen Bemalungen und Kartuschen in den drei Kammern, Nelson, Wellington und Lady Abonus Kammer vorfinden, das genau beschrieben worden ist, in welcher Kammer diese Bemalung oder die Kartusche gefunden worden ist, mit Datum, wann und mit den Unterschriften der Zeugen, mit dem Datum und der Unterschrift von Howard, von Weiss und Hill. Genau das haben wir hier nicht. Wir haben hier auf diesem Dokument der Cheops-Kartusche eben nur stehen die Bezeichnung, auf welchem Stein, auf welcher Seite sich diese Kartusche befindet und J.R. Hill hat unterschrieben. Das ist alles. Hier sieht man das nochmal. Ja, und daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, wurde die Kartusche und die Bemalung, es gibt also 15 Bemalungen in der Campbell-Kammer und diese Kartusche, wurden die zur gleichen Zeit eingereicht wie die anderen Bemalungen und Kartuschen im Britischen Museum oder möglicherweise später? Hier sehen wir nochmal, das ist der Eintrag im Katalog des Britischen Museums. Ja, das sind eben die offenen Fragen. Wurden alle Kartuschen aus den drei unteren Kammern und die Bemalung und die Cheops-Kartusche eben zur gleichen Zeit eingereicht? Ja, und warum finden wir eben keine Notizen, wann und wo die Kartusche und Bemalung gefunden worden sind? Keine Datumsangabe und warum hat eben nur Hill unterschrieben? Warum hat nicht mal Howard Weiss diesen Heiligen Gral, diese Kartusche unterschrieben? Das ist eben eine Frage, die ich mir gestellt habe und die sehr interessant ist. Für mich ergeben sich daraus auf jeden Fall folgende Schlussfolgerungen. Es gibt, was die Cheops-Kartusche betrifft, die finden wir in der Kammer und die ist auch eingereicht worden, aber wir haben keine offiziellen Zeugen, die seinerzeit die Bemalung und diese Cheops-Kartusche vor Ort gesehen haben und eben das Dokument unterschrieben haben, so wie in den anderen Kammern. Also wir haben keine Angabe, wann die Kammer geöffnet worden ist, da können wir nur spekulieren und auch, wann eben unterschrieben worden ist und es hat eben nur Hill unterschrieben und nicht einmal Howard Weiss und das finde ich schon sehr interessant. Ja, das sind die Untersuchungen dann, die sich daraus 2014 ergeben haben. Sittin habe ich schon gesagt, Museum haben wir gerade bearbeitet und Scott Greytons Veröffentlichung 2014, die sind eben auch sehr interessant. Scott Greyton ist ein Journalist, der hat das Tagebuch von Howard Weiss ausfindig gemacht und da komme ich gleich noch zu. Ja, und ich habe mich dann, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich hatte eigentlich gar kein Interesse mehr, mich mit der Kartuschenfrage der Echtheit um Weiss zu beschäftigen, aber interessanterweise habe ich das dann doch getan und bin dann wieder auf die Farbplexe gestoßen, werden viele von Ihnen auch kennen, sind ganz alt und ganz bekannt. Die hat man also unter der Kartusche gefunden, wie Sie das schon in den
Bildern gesehen haben, in den Grafiken gesehen haben, ist es ja eine Giebeldecke und wir sprechen hier über Farbkleckse, die sich also auf dem Kniestock, auf dem Drempel befinden und die sind zweifellos da und die Frage ist natürlich immer, die sich viele Leute gestellt haben, ja, wie kommen die da hin? Ist das ein Indiz oder ein Hinweis auf eine Fälschung? Kann man nicht sagen. Fakt ist aber, die sind da, die Bemalungen und eigentlich gehören die da nicht hin, aber interessant ist dann eine Farbanalyse. Es gibt also, wenn man diese beiden Farben mal elektronisch auswertet, dann gibt es also einen genetischen Code der Farben der Kartusche und auch einen genetischen Code der Farbkleckse. Die sind also, wie man sieht, sehr identisch und es spricht nichts dagegen, dass es sich dabei eben um die gleichen elektronischen Farbpigmente handelt, also auf den Klecksen und eben auf den Graphito. Ja, die meisten Fachleute gehen davon aus, dass die Bemalungen bereits von den Mannschaften in den Steinbrüchen angebracht worden sind. Viele Ägyptologen, gibt es unterschiedliche Meinungen darüber. Und die Frage ist natürlich auch, sind zum einen die Bemalungen in den Steinbrüchen tatsächlich angebracht worden? Und wie kommen dann zum Beispiel Farbkleckse dort in die Pyramide? Und ja, sind nicht vielleicht doch Bemalungen vor Ort erfolgt? Ne? Interessant finde ich bei dieser Gesamtüberlegung, dass wir haben hier oder müssen hier von drei oder vier Bautruppen ausgehen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was das für ein gigantisches Projekt ist, über 10, 20, 30 Jahre ist Pyramide zu bauen und welche logistischen Hintergründe dabei eine Rolle spielen. Wir haben es hier mit ganz, ganz vielen Arbeitergruppen zu tun und ich habe jetzt mal, bin jetzt mal von vieren ausgegangen. Es mögen auch fünf oder sechs gewesen sein. Wir haben zum einen die Herstellung der Steine in den Steinbrüchen bei der Pyramide, nicht unweit von der Pyramide. Wir haben natürlich auch Assuan, das ist 1000 Kilometer weiter südlich. Aber ich denke, dass diese Gruppen wirklich speziell vor Ort gearbeitet haben und die Steine hergestellt haben. Und dann haben diese Arbeitergruppen sicherlich nicht die Steine transportiert und verladen, transportiert und nach Gizeh gebracht. Ich denke, das ist eine andere Transportgruppe gewesen, die für den Transport der Steine entweder von den nahen Steinbrüchen zuständig war oder eben die verladen haben und mit dem Schiff zur Baustelle gebracht haben. Dann gab es möglicherweise auch die Beförderung, eine weitere Gruppe, die die Steine dann eben vom, zum Beispiel vom schiffbaren Hafen an die Baustelle gebracht haben. Und dann mussten die Steine nach oben befördert werden. Und dann, denke ich mal, ist es auch eine ganz spezielle Gruppe gewesen, die für den präzisen Einbau der Steine vor Ort zuständig war. Ich denke, da sprechen wir von verschiedenen Gruppen, die hierfür zuständig waren. Und wenn man jetzt sagt, wie viele Fachleute das tun, dass diese Bemalungen eben vor Ort in den Steinbrüchen schon erfolgt sind, ist das eben in Frage zu stellen, dass die Kleckse unter der Königskartusche durch das Bemalen der Arbeiter, also in den Steinbrüchen entstanden sind, ist eher unwahrscheinlich. Logischer erscheint es, dass diese Kleckse eben durch das Bemalen vor Ort dort hingelangen. Interessant ist eben, das was Dominik vorhin Ihnen gezeigt hat, dass wir eben hier eine Gipsschicht haben an den Wänden der Entlastungskammern und das wiederum würde letztendlich im Umkehrschluss bedeuten, dass die Arbeitermannschaften in den Steinbrüchen diese Bemalung dort nicht angebracht haben können. Vorausgesetzt, es sind eben unterschiedliche Gruppen gewesen und davon muss man eben auch ausgehen. Also das ist schon ein Umstand, der sehr interessant ist. Das würde bedeuten, die Bemalungen sind einfach dann vor Ort, haben die wirklich stattgefunden. Und dann ist eben die Frage zu stellen, ja, die Mannschaften, die dann vor Ort gewesen sind, ob die eben dann ganz speziell diese Kartuschen dort angebracht haben. Ja, die Frage, die sich natürlich, die sich in diesem Zusammenhang stellt, haben Weiß und Hill A, entweder alle Bemalungen angebracht, das ist das, was Kritiker möglicherweise vermuten, oder haben sie Bemalungen vorgefunden, verschiedene Bemalungen und Graffitis vorgefunden und haben dann möglicherweise Veränderungen vorgenommen, haben möglicherweise Kartuschen hinzugefügt, das ist eben hier die Frage und sind eben speziell im Falle der Kirbskartusche, haben hier Veränderungen stattgefunden. Ja,
Jetzt komme ich nochmal zu Sittin. Jetzt sagen Sie nicht, jetzt fängt der Herdmann wieder mit Sittin an, gibt doch einen interessanten Aspekt, den ich hier nochmal im Zusammenhang mit Sittin sagen möchte. Und zwar geht es da um einen Brief von Humphrey Brewer, den Sittin hat das in den 80er Jahren veröffentlicht. Der hat also ein Schreiben bekommen, wie er selber in seinem Buch publiziert hat, von einem Mr. Allen aus Pittsburgh. Und Humphrey Brewer war der Urgroßvater und war als Steinmetz aus England von Howard Weiss angeheuert worden. Brewer erhielt unter anderem einen Preis für die Konstruktion einer Brücke über die Donau. Also das war kein ganz unbekannter Mann, auch fachlich. Der ist Bauingenieur gewesen und Maurermeister und ist 1837 nach Ägypten gekommen, eigentlich um für den britischen medizinischen Dienst in Ägypten ein Krankenhaus zu bauen für Augenkrankheiten. Das Projekt hat dann aber nicht stattgefunden und dann hat er bei Howard Weiss, ist er dann eingestellt worden und hat für ihn gearbeitet. Die Familie von Allen ist dann von England nach Amerika gegangen, so geht das dann aus den Aufzeichnungen hervor. Und Allen hat dann in den 50er Jahren, das ist ein Ausschnitt von einem Brief aus den 50er Jahren, wo er diese ganze Geschichte um die Briefe von Brewer noch einmal rekonstruiert hat und hat sich Notizen gemacht. Und aus diesen Notizen geht eben hervor, dass es dort also Ungereimheiten um Howard Weiss und die Bemalungen und Kartuschen in der Pyramide ging. Demnach beobachtete er Hill dabei, wie er mit roter Farbe und einem Pinsel in die Pyramide ging und angeblich um antike Beschriftungen zu übermalen, tatsächlich aber um neue anzufertigen. Das ist der Vorwurf und der hatte offensichtlich Streit mit Raven und Hill. Raven ist ein anderer Mitarbeiter gewesen und J.R. Hill wegen angeblich gemalter Zeichen in der Pyramide. Und dann steht dort, dass verblichene Zeichen wurden übermalt und einige waren neu. Das ist also der Vorwurf aus diesem Brief, der also sicherlich sehr interessant ist. Und als Brewer seine Einwände dagegen erhob, wurde er gefeuert und hatte keinen weiteren Zugang zur Grabungsstätte. Er ist dann einige Wochen später nach Syrien und Jerusalem aufgebrochen. Interessant ist noch, dass auch der bekannte Ägyptologe Karl Lepsius, ist sicherlich ein Name in der Welt, ihn eingeladen hat, gemeinsam die Bemalung in der großen Pyramide zu untersuchen, aber der Eintritt ist ihnen dann verwehrt worden. Ja, das ist halt die Frage, eine mögliche Variante, dass die Farbkleckse durch das Bemalen vor Ort dorthin gelangt sind. C14-Untersuchung hatte ich gestern schon in einem kleineren Kreis gesagt. Das wird immer gesagt, man nimmt jetzt da Proben von und kann C14 datieren, geht eben nicht wegen der Eisenoxidhaltigkeit der Farben, geht das eben nicht. Aber meine Frage, die ich mir mal gestellt habe, warum haben Ägyptologen nicht schon vor Jahren diese Farben untersucht? Und wie wir wissen, ist das eben passiert in den Jahren 2005 und 2006, was uns dann in die Schuhe geschoben werden sollte oder wurde. Das heißt, hier ist also ein Profi vor Ort gewesen und es ist eine Amtszeit von Zaya, was passiert. Also irgendjemand hat doch ein großes Interesse, eine Untersuchung hier durchzuführen, um möglicherweise herauszufinden, gibt es hier alte Bemalungen und gibt es möglicherweise neue Bemalungen. Ich denke, denn genau das kann man durch eine Untersuchung herausfinden. Ja, haben Weiss und Hill nachträglich also Veränderungen an vielleicht vorgefundenen Bemalungen durchgeführt? Das ist eine entscheidende Frage. Ich habe mir dann einfach nochmal die Fotos genau angesehen und interessant finde ich in diesem Zusammenhang, man muss sich ja vorstellen, wir haben hier das Kreissymbol der Cheops-Kartusche, das Siebsymbol. Und normalerweise haben wir hier drei Strichführungen. Hier, man zieht einen Kreis, wir haben hier eine Strichführung, wir haben hier eine Strichführung und hier in der Mitte haben wir keine Strichführung.
Meiner Ansicht nach haben wir hier, kann man hier sehr deutlich sehen, ich habe das viel mit Dominik auch diskutiert, ich muss das mal richten, Entschuldigung, haben wir hier einen Punkt in der Mitte. Und ich denke, dass es man hier auch sehr deutlich sehen kann, dass wir hier eine sehr kräftige Farbe haben, die sich hiervon abhebt von dem Punkt und dass wir hier zwei, unter anderem zwei angeheftete Striche haben. Und das kann man also hier, habe ich das nochmal eingezeichnet, also eingekreist. Das sieht sehr danach aus, dass hier möglicherweise im Konjunktiv Striche angefügt worden sind. Und hier habe ich Ihnen nochmal eine andere Farbanalyse mitgebracht. Da kann man auch sehr gut in der Mitte den Punkt sehen, der sich deutlich von der Farbstärke abhebt. Und hier sieht man oben und unten die beiden angehefteten Striche und möglicherweise sind eben auch die Striche oben und unterhalb des Punktes hier angeheftet worden, später dazugefügt worden. Jetzt habe ich das mal ganz rausgenommen. Ne? Also das ist nicht eine Manipulation von Weiß, sondern von Erdmann. Die habe ich jetzt einfach mal weggenommen und so würde das dann aussehen, wenn wir nur den Punkt haben. Und das würde natürlich nicht Khufu heißen, sondern Ra-Ufu. Aber wie gesagt, das kann man nicht endgültig beweisen. Interessant ist, wir haben ja vorhin über das Einreichen der Unterlagen im Britischen Museum gesprochen. Das heißt, es gibt Hinweise aus einem Buch von Pering, dass auch dass später viele Besucher, die die Pyramide aufgesucht haben, um sich die Neuentdeckung von Howard Weiss anzusehen. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, dass Howard Weiss war also natürlich auch darauf angewiesen, neue Sponsoren und Gönner zu finden, die ihn unterstützt haben, denn seine Forschung hat natürlich sehr viel Geld gekostet und war wahrscheinlich ein bisschen neidisch auch auf den Caviglia, denn der hatte diesen Erfolg, der hatte bedeutende Entdeckung gemacht und es sind viele Menschen zu ihm gekommen, zu seinen Ausgrabungsstätten und haben ihn möglicherweise auch finanziell unterstützt. Und es sind also im Nachhinein auch zum Beispiel der österreichische Konsul, Lady und Lord Abanos und andere Personen also in die Pyramide gekommen, um die Neuentdeckung zu bestaunen. Und dann gibt es so eine Aussage aus dem Buch von Pering, so gut sind die Zeichnungen auf den Stein erhalten, dass sich unmöglich erkennen lässt, ob sie gestern oder vor 3000 Jahren entstanden sind. Ja, und warum die Authentizität der Kartusche dann nicht schon im Vorfeld von Zeugen vorgenommen worden ist, das hat mich eigentlich ein bisschen irritiert, denn das ist sehr wichtig gewesen, aber das hat eben nicht, ist eben nicht erfolgt. Es haben keine Personen die Cheops-Kartusche beglaubigt und unterschrieben und auch die anderen Bemalungen nicht. Und das finde ich schon sehr merkwürdig. Und es ist also durchaus möglich, dass Weiss und Hill eben möglicherweise nicht das Sieb-Symbol gefunden haben, sondern eben ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Interessant ist, dass man zu dieser Zeit noch nicht wusste, wie dieses spezielle Symbol richtig geschrieben werden musste. Es gab seinerzeit nur eine Vorlage und das war ein Werk von Wilkinson, das Hill und Weiss zur Verfügung stand. Da komme ich aber gleich noch zu. Ja, kommen wir zu Scott Grayton. Der hat in den letzten Jahren das Tagebuch von Howard Weiss ausfindig gemacht und zwar in Aylesbury und hat darüber auch etwas geschrieben und publiziert, auch Artikel rausgebracht und das habe ich mir dann angesehen und auch da habe ich noch sehr interessante Hinweise gefunden. Es sind also 600 gelbliche Seiten, aus denen das Tagebuch besteht und einige Seiten sind sehr klar lesbar, einige aber auch stark verblasst durch das Alter, das ist ganz klar und die Schrift von Howard Weiss ist teilweise auch sehr schwer zu entziffern. Aus den Tagebüchern geht klar hervor, dass sich Weiss eben nicht sicher war, wie das entscheidende Symbol mit der Silbe K aussehen musste. Und das ist natürlich schon mal grundsätzlich ein interessanter Umstand, warum er sich überhaupt unsicher war, wenn er die Bemalungen so vorgefunden hat.
Also Sieb mit drei Strichen, mit einem Punkt in der Mitte, mit zwei Strichen oder auch mit einem leeren Kreis. Und als die Zertifizierungsurkunde in London war, so geht aus dem Tagebuch hervor, hat Howard Weiss noch darüber nachgedacht, wie die Kartusche richtig geschrieben werden muss. Und das ist natürlich sehr interessant und das soll laut Creighton zwischen dem 27. Mai und dem 16. Juni gewesen sein. Hier haben Sie mal einen Auszug aus dem Tagebuch. Das ist ganz interessant. Hier haben wir also einen Hinweis darauf, dass er hier wirklich gerätselt hat. Hier haben wir eben eine Kartusche mit einem leeren Kreis mit zwei Punkten unter der Schlange. Das gleiche haben wir hier auch. Das soll dann die Cheops-Kartusche sein, die er dann eingereicht hat mit den drei Strichen. Und hier, auf diesen Punkt komme ich gleich noch zu sprechen, der ist sehr interessant. Hier sagt Creighton, hat Howard Weiss darüber nachgedacht, wie wird die Kartusche geschrieben? Mit einem Punkt in der Mitte oder mit drei Strichen? So, und das ist das K-Symbol mit drei Strichen, haben wir schon gesehen. Das ist die Kartusche, von der Weiss behauptet hat, sie in der großen Pyramide eben gefunden zu haben. So, und eben haben Sie gesehen, weiter oben rechts war eben genau dieses Symbol. Und auch hier haben wir die beiden Punkte unter der Schlange, genauso wie bei der Cheops-Kartusche, die er dann offensichtlich eingereicht hat. Und die ist eben auch von Weiss oder muss von Weiss gefunden worden sein. Und er kann ja nicht zwei Kartuschen in der Campbell-Kammer gefunden haben. Er hat ihm nur eine gefunden, aber in seinem Tagebuch hat er eben darüber gerätselt, wie wird die richtig geschrieben. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Hinweis darauf, dass er unsicher war und dann sich entschieden hat, wie die Symbole richtig dargestellt werden müssen oder sie verändert hat. Auf jeden Fall ist die Kartusche mit den Strichen jene, die er behauptet, vorgefunden zu haben. Und die mit dem leeren Kreis ist ebenfalls, das ist das Pendant, über das er nachgedacht hat. Da kann man jetzt nicht sagen, na, die hat er vielleicht irgendwo anders gefunden, weil diese beiden Punkte unter der Schlange zeigen eben, dass es sich um das Rätselraten der Kartusche handelt, denn die ist auch so im Britischen Museum eingereicht worden. Interessanterweise hat er das in seinem späteren Buch nicht veröffentlicht, aber die beiden Punkte unter der Schlange sind dann eben auch nicht kriegsentscheidend, denn es geht einfach um das Siebsymbol. Ja, also er rätselt über die richtige Schreibweise und für die Beglaubigungsurkunde nach London hat er sich dann eben für eine der beiden entschieden. Und ja, was ich gerade schon gesagt habe, es ist natürlich interessant, warum er überhaupt rätselt. Man kann ja davon ausgehen, dass er da reingeht und findet Bemalungen an den Wänden und sagt zu dem J.R. Hill, pass mal auf, geh mal rein, zeichne die ab und dann werden die übertragen. In seinem Tagebuch ist das nicht passiert, da hat er einfach darüber nachgedacht, wie die richtige Kartusche geschrieben werden musste. Ja, und ich hatte vorhin schon vor wenigen Momenten Wilkinson erwähnt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kam es denn dazu, dass sich gerade in diesen ein, zwei, drei Wochen das so ereignet hat. Das einzige Werk, was seinerzeit vorlag für die beiden, war das Werk von Wilkinson, Materia Hieroglyphica. Und die Weiss-Kritiker gehen also davon aus, dass die beiden eben unsicher waren, das für die Vorlage, das als Vorlage diente für die Fälschungen. Und Wilkinson war sich eben in Bezug auf die Königsnamen unsicher. Das geht also klar aus dem Werk hervor. Und das große Problem war, dass seinerzeit die Zeichen an Tempelwänden eben anders geschrieben worden sind. Ja. Und noch vor dem Öffnen der letzten Entlastungskammer stellten Weiss und Hill dann eben fest, mit einem neuen Werk von Wilkinson, das kam gerade in dieser Zeit auf den Markt, ein dreibändiges Werk, dass Wilkinson in diesem Werk die Abbildung präziser dargestellt hat und dass er neben den Shumunkufu-Kartuschen aus der Lady Abonos-Kammer eben auch eine neue Kartusche dargestellt hat und dass der König eben zwei Namen hat. Und er hat in Wilkinsons Werk ist die als Shufu oder Sufis beschrieben. Das hat im Übrigen auch Samuel Birch, das ist der Fachmann im Britischen Museum gewesen für Hieroglyphen, darauf hingewiesen,
dass sich die Hieroglyphe K eben bildlich als Sieb darstellt. In Wilkinsons Werk sich eben nicht von der Sonnenscheibe unterscheidet. Also die beiden wussten damals in der Tat nicht, so weit war der Stand der Wissenschaft noch nicht, wie die richtig geschrieben werden musste. Und interessant war, dass er darauf hingewiesen hat, dass man diese Namen in den Gräbern nahe der Pyramiden gefunden hat. Und das wussten natürlich Hill und Weiss, weil die waren natürlich direkt vor Ort und haben natürlich oder sind über alle neuen Funde informiert worden und haben die natürlich auch gesehen. Ja. Welcher Name ist der richtige? Ein Hinweis im Tagebuch ist noch ganz interessant, den Creighton beschrieben hat. Der argumentiert, dass Weiss, nachdem er sich für die richtige Kartusche also entschieden hat, darunter vermerkt, Kartuschen im Grabmal im Westen der ersten Pyramide unterscheiden sich von Sufis, also Cheops, Khufu. Und auch das ist ein weiterer Hinweis aus dem Tagebuch, die Unsicherheit der Schreibweise einmal da deutlicher darlegt. Ja, das hatte ich vorhin schon auf dem ersten großen Tagebuchausschnitt gezeigt. Ich gebe dir das mal zurück, den muss ich hier gar nicht mehr halten. Ja, das ist Creightons Ergebnis. Er hat also gerätselt, wird dieses Symbol jetzt mit Punkt in der Mitte geschrieben oder mit drei Strichen? Und er hat sich dann für die drei Striche offensichtlich entschieden, so Creighton. Und hat dann, das ist also unter der eingereichten Cheops-Kartusche, steht dann Kartusche in Campbell's Chamber, für die er sich dann entschließt. So, und ich habe dann mir das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes nochmal mit der Lupe angesehen und bin dann darauf auf etwas sehr Interessantes gestoßen, dass Creighton sich hier in der Tat geirrt hat. Denn man kann hier sehr deutlich sehen, das ist also eine Grafik, die Creighton dann dargestellt hat, hier haben wir den Auszug und hier sieht man einen Punkt und hier sieht man nicht einen Punkt, sondern hier sieht man zwei Striche und hier haben wir diesen Bereich, der ist richtig dargestellt, aber hier irrt er, denn hier haben wir nicht einen Punkt in der Mitte, sondern hier haben wir es auf jeden Fall mit zwei Strichen zu tun. Hier kann man das nochmal ganz gut sehen. Hier ist also dieser Bereich, hier kann man das auch gut sehen und hier ist dann die Kartusche, für die er sich entschieden hat, in Campbells Kammer und hier haben wir dann das Symbol mit drei Strichen, sowie Creighton in seinem Artikel schreibt, aber wie wir hier sehen, handelt es sich eben auch nicht um drei Striche. Ne? Er entscheidet sich für drei Striche, die finden wir hier aber nicht. Hier ist interessant, dass wir hier auch nur zwei Striche haben und nicht drei Striche. Das heißt im Klartext, er hat nicht gerätselt zwischen Punkt und drei Strichen, sondern er hat gerätselt zwischen zwei Strichen oder drei Strichen. Und das ist auch gar nicht unbegründet, denn Sie haben ja in den unteren Kammern Kartuschen vorgefunden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die zwei Striche hatte. Und das würde insofern Sinn machen, dass er hier eben über zwei Striche nachgedacht hat und nicht über den Punkt in der Mitte. Fakt ist aber, dass das in seinem Tagebuch so drin steht. Also wir haben ganz viele Diskrepanzen. Wir haben die richtige Kartusche in London mit drei Strichen. Wir haben aber in seinem Tagebuch ganz deutliche Abweichungen. Erstmal hat er darüber nachgedacht und er hat sich dann, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, in seinem Tagebuch eben auch nicht für die Kartusche, also für das richtige Zeichen mit drei Strichen entschieden, so wie es in London eingereicht worden ist, sondern nur zwei Striche versehen. Und das zeigt, dass hier die Fundumstände sehr dubios sind. Hier haben Sie nochmal die beiden aus der Diabolos-Kammer. Meine Schlussfolgerungen sind, dass einiges dafür spricht, dass Weiss und Hill hier wirklich Veränderungen an den Bemalungen und Kartuschen vorgenommen haben. Man kann nicht sagen, wie viele sagen, ja, Weiss hat das geöffnet, wir haben ja in der Davison-Kammer zum Beispiel gar keine Bemalungen und Kartuschen gefunden, eben nur in den Kammern
die von Weiß und Hill geöffnet worden sind. Das heißt natürlich erstmal gar nichts. Aber viele gehen davon aus, dass die eben dann Wilkins ins Buch genommen haben und alles angemalt haben und eben auch eine Königskartusche, die eine oder andere Königskartusche, um eben in die Geschichtsbücher einzugehen. Es kann eben auch sein, und das ist eher meine Vermutung, dass die wirklich Bemalungen vorgefunden haben in den Entlastungskammern. Ob sie dann gesagt haben, wir bringen vielleicht noch mal eine Königskartusche an, dann haben wir auch den Hinweis, wer hier vor Ort die Pyramide gebaut hat. Das ist natürlich naheliegend, kann man aber nicht sagen. Interessant ist der Umstand so mit Caviglia. Der hat in der Zeit, wo die beiden sich getrennt haben, gerade eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Campbells Grab war das ist ein Grab am Plateau, wo die eben Artefakte gefunden haben und auch Bemalungen gefunden haben, also diese klassischen Steinmetzinschriften gefunden haben. Und das ist möglich, dass Hill und Weiss dann gesehen haben, aha, da kommen Besucher zu den Ausgrabungsstätten, dass wir vielleicht auch gerade das brauchen, um Aufsehen zu erregen. Also das ist natürlich alles möglich. Aber sagt natürlich noch nicht, dass sie das getan haben. Die Ungereimtheiten in London finde ich sehr interessant. Es ist einfach so, dass wir hier 28 Bemalungen haben, darunter 4 Kartuschen, die eingereicht worden sind. Aber wir haben einen ganz klaren Unterschied. Wir haben Bemalungen aus den ersten 3 Kammern, die entdeckt worden sind, bis zur Abonos-Kammer. Da sind alle Bemalungen und Kartuschen genau beschrieben. Dass die dort in der Lady Abonos-Kammer am 9. Mai gefunden worden sind und die sind durch diese Zeugen am 19. Mai beglaubigt. Hill hat unterschrieben, Weiss hat unterschrieben und dann sind die dort eingereicht. Aber die Kirps-Kartusche und alle weiteren Bemalungen eben aus der Campbell-Kammer, die sind meiner Ansicht nach später eingereicht und die sind eben nicht beglaubigt. Da hat niemand unterschrieben, da gibt es kein Datum drauf, wann die gefunden worden sind, keine Unterschriften und hier hat nur Hill unterschrieben, nicht mal Howard Weiss. Und das finde ich sehr sonderbar und das erhärtet sicherlich den Verdacht, dass hier nicht nur die Fundumstände, sondern auch was das Einreichen und die zeitliche Differenzen möglicherweise hier gewesen sind, dass die hier vorliegen. Und wenn wir haben ja vorhin gesagt, man sagt immer, das ist der heilige Gral der Ägypter, diese Cheops-Kartusche. Warum? Und der Umstand und die Bedeutung, die ist auch Howard Weiss seinerzeit sicherlich bekannt gewesen. Warum er da nicht mal unterschrieben hat, ist sicherlich eine sehr interessante Frage. Ja, das haben wir gerade, sind wir das durchgegangen. Und ja, auch die Farbkleckse unter der Kartusche sind sicherlich noch ein Nebenschauplatz oder ein interessanter Umstand. Sittin hat sich auf jeden Fall in seiner Grundthese geirrt, aber wenn man mal diese ganzen Faktoren zusammenzieht, auch die Begutachtung, die genaue Untersuchung der Bilder, des Siebes mit dem Punkt in der Mitte und mit möglicherweise angehefteten Strichen, ist das sehr interessant, was in dem Brief, den Ellen Sittin geschickt hat von Brewer, aufgeführt ist, dass eben verblichene Zeichen übermalt wurden und einige neu waren. Also hier habe ich Ihnen das nochmal. Möglicherweise sind hier wirklich Striche angeheftet und es war vorher wirklich nur ein Punkt in der Mitte. Auch das ist möglich. Das sind die beiden Abbildungen nochmal aus dem Tagebuch, wo er zwischen beiden gerätselt hat. Ja. Drei Striche oder zwei Striche, aber in Wirklichkeit ist es so, dass er sich Grayton hier geirrt hat in der Analyse, dass er eben nicht über den Punkt nachdachte, sondern zwischen zwei und drei Strichen. Und hier sehen wir eben die im Tagebuch aufgeführte Kartusche, die eingereicht worden ist. Und auch beschrieben worden ist als die er in Campbells Kammer gefunden hat, die hat hier eben nur zwei Striche. Und das sind Ungereimheiten, die sicherlich viele Fragen aufwerfen. Zum Schluss vielleicht nochmal die Frage der Glaubwürdigkeit von Howard Weiss.
Das ist ganz interessant, weil darüber hat sich der Creighton auch Gedanken gemacht und da habe ich gedacht, oh, gar nicht so interessant, weil es gibt da einen ganz interessanten Aspekt, der gleich ganz zum Schluss kommt. Bekannt ist, dass Howard Weiss natürlich motiviert war, berühmt zu werden, Entdeckungen zu machen, in die Geschichtsbücher einzugehen, aber ich habe am Anfang schon gesagt, das sind natürlich noch lange kein, daraus kann man natürlich noch lange nicht den Schluss ziehen, dass er eben auch hier Fälschungen vorgenommen hat. Es gibt viele Ungereimtheiten. Er war entschlossen, das geht aus seinem Tagebuch hervor, Kammern zu entdecken und auch Grabkammern zu finden, aber er war eben nicht der Einzige. Interessant ist natürlich die Entdeckung 1837 auch von Weiss und Perring in Zusammenhang mit der Mykerinos-Pyramide, werden viele von Ihnen auch wissen. Dort wurde, die wurde auch von den beiden Herrschaften geöffnet und die haben dort Teil eines Holzsarges mit dem Königsnamen Menkauer gefunden, also Mykerinos, und auch die Überreste einer Mumie und auch einen ganz bombastischen Sarkophag, ich glaube Basalt, der ist bei der Verschiffung verloren gegangen. Aber diese Dinge, die sind nicht verloren gegangen und dann hat man später herausgefunden, Holzsarkophag und Mumienkasten, 26. Dynastie, saidische Periode, also da sprechen wir über eine zeitliche Diskrepanz von 2000 Jahren und die Mumie aus frühchristlicher Zeit. Also auch hier stimmt einiges nicht, was die Entdeckung von Weiss und Perring betrifft. Interessanterweise haben die beiden dann auch in der Nähe der Stufenpyramide einen Stein mit Djoser's Namen entdeckt, natürlich mit roter Farbe geschrieben und der heute auch, das ist anerkannt heute in der Ägyptologie, sicherlich interessant. Und im Buch von Weiss gibt es aber da keine näheren Hinweise, was die Fundumstände betrifft, aber es passt alles in das Schema von Weiss und Hill, dass möglicherweise hier Manipulationen stattgefunden haben. Und interessant ist natürlich in diesem Umstand, dass er auch sein Ziel sicherlich erreicht hat. Er ist berühmt, sonst würden wir heute nicht über ihn reden. Und hat sicherlich auch finanziell ist er aus der Sache gut rausgegangen und hat Popularität erreicht, ist dann, hat dann sogar einen Karriereschub gehabt beim Militär und wurde General. Das ist damals natürlich auch etwas Bedeutendes gewesen. Und interessant auch nochmal, das habe ich dann bei Creighton, bin ich darauf gestoßen, der sich auch da im Gedanken um seine Glaubwürdigkeit gemacht hat, dass er 1807 im Wahlkreis Beverly für das Parlament, dem Vereinigten Königreich zur Verfügung stand. Und dann gab es hinterher einen riesen Aufschrei und eine Petition, die Weiss Korruption und Manipulation und Bestechung vorgeworfen hat. Also es gibt da ganz viele oder einige Punkte auf der weißen Weste von Howard Weiss. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das so ein bisschen im breiten Spektrum mal näher bringen konnte heute. Denn bisher kannte man eben nur die Thesen von Sittin, die eben widerlegt wurden. Aber ich denke, dass eben die nähere Untersuchung des Siebes, also aus der Königskartusche, die Untersuchung in London und die, ja, ich sage mal, unglücklichen Umstände, was die Urkunde betrifft, dass die eben nicht beglaubigt ist und eben auch Scott Greytons Tagebücher hier doch Fragen aufwerfen. Und ich denke, letztendlich ist es so, dass wir, ich denke, diese Königskartusche ist sehr bedeutend. Das haben wir im Zusammenhang mit unserem Skandal gesehen, was die letztendlich ausgelöst hat. Und dass diese Untersuchung nicht, diese Untersuchungsergebnisse, und das ist ein Profi gewesen in der Amtszeit von Tsai Jawas, dass die nicht veröffentlicht sind, zeigt, dass hier etwas nicht stimmt. Und ich habe das vorhin noch kurz gesagt, dass C14, brauchen wir nicht drüber nachdenken, aber ich denke, man kann heute mit ganz modernen Methoden sicherlich eines herausfinden, dass hier möglicherweise alte Farben vorhanden sind und möglicherweise auch jüngere Farben vorhanden sind. Aber das geht eben nur mit einer neuen und modernen Untersuchung und einer offiziellen und internationalen Untersuchung vor allen Dingen und nicht mit Geheimniskrämerei und verdeckten Untersuchungen, so wie das in Ägypten leider, leider ganz oft passiert, mit der Zensur der antiken Verwaltung. Und eben nur, wenn wir so ein Ergebnis wirklich erhalten würden, könnten wir letztendlich auch sagen, ob Hill und Weiss Fälscher gewesen sind. Das muss man einfach an der Stelle auch sagen, obwohl einiges dagegen spricht. Ja, meine Damen und Herren,
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass sich dadurch auch einige Fragen ergeben, die wir vielleicht noch diskutieren können. Und ja, damit bin ich am Ende meines Vortrages und möchte nochmal herzlichen Dank sagen.